Hallo, in diesem Video wollen wir über den Bandscheibenvorfall reden. In unserem Körper ist unsere Wirbelsäule aus vielen verschiedenen Wirbelkörpern aufgebaut, die wie Bauklötze übereinander gestapelt sind. Die Wirbelkörper bestehen aus Knochen und wie wir schon in unserem Video über die Arthrose erklärt haben, mag es ein Knochen gar nicht gerne, wenn er in direktem Kontakt zu einem anderen Knochen im Körper steht. Daher hat die Natur immer zwischen zwei Wirbelkörper eine kleine Scheibe als Stoßdämpfer hineingeschoben, die sogenannte Bandscheibe. Diese Bandscheiben haben ungefähr die Konsistenz von einem harten Radiergummi und direkt in der Mitte von jeder Bandscheibe steckt ein härterer Kern, so ähnlich als wäre eine kleine Murmel in der Mitte von jeder Bandscheibe eingewachsen. Direkt hinter den Wirbelkörpern, hinter der Wirbelsäule, verläuft das Rückenmark. Auf Höhe von jedem einzelnen Wirbelkörper gibt das Rückenmark zu jeder Seite einen Nerven ab, den sogenannten Spinalnerven. Dieser verläuft dann vom Rücken nach vorne und versorgt bestimmte Muskeln und die Haut. Wichtig ist also, dass die Nerven, die vom Rückenmark ausgehen, direkt an unserer Wirbelsäule vorbeilaufen, die ja wie ein großes Sandwich aus den Wirbelkörpern und Bandscheiben aufgebaut ist. Wenn wir Menschen älter werden, werden unsere Bandscheiben trockener, faseriger und werden rissig und sind so nicht mehr so elastisch wie in jungen Jahren. Das kann zu folgendem Problem führen. Wenn sich nun ein Mensch, bei dem die Bandscheiben schon etwas porös geworden sind, ungeschickt beugt oder in der Wirbelsäule dreht, kommt viel Bewegung in unsere Wirbelsäule. Das kann in bestimmten Situationen dazu führen, dass einer der Wirbelkörper eher von vorne auf die Bandscheibe draufdrückt und den harten inneren Kern innerhalb der Bandscheibe nach hinten drückt. Das kann dazu führen, dass diese Murmel, also dieser hartere innere Kern, durch die faserig und rissig gewordene Bandscheibe nach hinten rausgequetscht wird. Hinter der Bandscheibe laufen ja aber, wie besprochen, unsere Spinalnerven entlang. Wenn nun dieser harte innere Kern aus der Bandscheibe herausgedrückt wird und auf den Nerven drückt, kann das höllische Schmerzen machen, aber auch zu Lähmungen bestimmter Muskeln führen oder zu Taubheitsgefühlen. Bei einem Bandscheibenvorfall kommt es also nicht zu einem Wegbewegen der gesamten Bandscheibe, sondern in den meisten Fällen drückt nur der innere, härtere Kern aus der Bandscheibe heraus auf unsere Nerven. Viele Menschen fragen sich dann, ob man sich zur Behandlung immer operieren lassen muss. Zu dieser Frage wird euch euer behandelnder Arzt intensiv beraten. Im Allgemeinen ist es aber so, dass mit Schmerzmitteln und Krankengymnastik meistens dann ausgekommen wird, solange keine Lähmungen oder Taubheitsgefühle oder Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang auftreten. Hat der behandelnde Arzt allerdings das Gefühl, dass der Nerv geschädigt wird oder ein Muskel gelähmt ist oder zu Taubheitsgefühlen kommt, dann muss eine Operation in Betracht gezogen werden. Das kann allerdings nur ein Arzt entscheiden, der euch ausführlich körperlich untersucht. Wir hoffen, dass wir dir den Begriff Bandscheibenvorfall etwas vereinfacht, dafür aber anschaulich erklären konnten. Wie immer freuen wir uns über konstruktive Kritik. Dein Team von deinediagnose.de